Unverzichtbar, informativ und handlungsorientiert. Ganz wesentliche Informationsquelle für die Erwachsenenbildung in Österreich. Eine Plattform, ein Portal, mit dem ich schon sehr, sehr viele Erfahrungen habe. Das Portal, das ich sehr schätze und das ich meine, wird in Zukunft noch viel wichtiger werden. Das beste Portal über Erwachsenenbildung in Österreich mit sehr vielen Informationen breit aufgestellt. Aktuell, also ein heißer Tipp. Die Speerspitze der Digitalisierung in der Erwachsenenbildung, des Hineinwachsens in die digitale Welt. Eine äußerst wichtige Plattform der Information. Erwachsenenbildung.at ist für mich die Plattform, wo sich Erwachsenenbildungseinrichtungen sehr gut untereinander austauschen können, ihr Wirken, ihre Aufgabenstellungen, ihre Möglichkeiten, die sie haben, auch entsprechend online zur Verfügung zu stellen. Ist für mich bunt im Sinne von vielfältig, aber auch angenehm lesbar. Weiter Bedeutung haben, Bedeutung ausbauen und es wird wichtig sein, leicht auffindbar und anwendungsfreundlich zu sein. Werden in Zukunft sicherlich eine größere Bedeutung gewinnen. Ich muss allerdings dazu sagen, dass sie jetzt schon eine große Bedeutung haben, weil die meisten Menschen über das Internet Informationen suchen, so auch zu Bildungsthemen. Wichtiger denn je, die Zukunft der Arbeit liegt ja auch in der Digitalisierung. Und wir dürfen die Digitalisierung nicht nur den Technikerinnen und Technikern überlassen, sondern müssen sie auch als Erwachsenenbildnerinnen mitgestalten. Ich denke, wichtiger werden und auch stärker genutzt werden, obwohl wir immer über Digitalisierung sprechen. Da ist noch viel Luft nach oben. Vor allen Dingen müssen wir schauen, dass mehr Gruppen diese Zugänge finden und in Anspruch nehmen als bisher. Sich rasant weiterentwickeln und in einem großen internationalen Kontext stehen. Werden immer wichtiger. In einer dynamischen Gesellschaft ist Erwachsenenbildung wichtiger und die Möglichkeit, sich über die Medien Informationen zu verschaffen, werden auch immer wichtiger. Ganz tolle Informationsplattformen sein, die zeitnah, aktuell Weiterbildungsmöglichkeiten und Kompetenzerwerbsmöglichkeiten darstellen. Die Kristallkugel wäre jetzt doch hilfreich. Ich denke, dass Menschen sich zunehmend über webbasierte Anwendungen informieren und dass deshalb solche Informationskanäle vermutlich an Bedeutung gewinnen werden. Ich wirke im Beirat des Portals Erwachsenenbildung.at mit, weil ich dadurch das Bundesinstitut für Erwachsenenbildung als Träger von Aus- und Weiterbildung positionieren kann. BIFEP Christian. Ich bin aktuell der Vorsitzende der Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs und bin in dieser Funktion eingeladen worden, in diesem Beirat mitzuwirken. Das mache ich sehr gerne. Und ich bin natürlich bemüht, dort auch die Positionen der KEBE besser sichtbar zu machen. KEBE.at. Ganz wichtig, Zukunft der Arbeit, Digitalisierung der Arbeit und erwerbslose und arbeitssuchende Frauen und Männer müssen eine Chance haben, dabei zu sein. Mein persönlicher Hashtag, Zukunft der Arbeit. Was ich tun möchte im Beirat ist, all das, was ich in den letzten fast 30 Jahren in der Erwachsenenbildung gelernt habe, dort einzubringen, um das Portal weiterzuentwickeln. Und mein Hashtag heißt Mobilität, denn für mich heißt Erwachsenenbildung mobil sein, beruflich, geografisch, neue Chancen vorfinden und nutzen zu können. Um mit Kolleginnen und Kollegen in diesem Bereich in Austausch zu stehen und bei der Weiterentwicklung beizutragen. Austausch. Erwachsenenbildung wird laufend wichtiger. Der alte Spruch, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr, ist endgültig passé. Es ist notwendig und gleichzeitig eine Chance für Menschen, ein Leben lang sich neu zu positionieren und ihre Position in der Gesellschaft neu zu bestimmen.
Naja, Chance und Forderung. Ich möchte die Entwicklung mittragen und die Möglichkeiten, die ich habe, auch entsprechend zur Verfügung stellen zu können. Hashtag Bildung von morgen. Ich schätze das Portal und deshalb war nach einer ganz liebenswürdigen Anfrage meine Mitwirkung gar kein Thema mehr. Mein Hashtag ist Kooperation zwischen Wissenschaft und Praxis.